So, hallo ihr Lieben, zu meinem Blog-Eintrag diese Woche. In diesem Blog-Eintrag sollen wir uns ja damit beschäftigen, einen Screencast zum Werkzeug zur Verwaltung von Quellen zu erstellen. Und ich habe mir als Werkzeug delicious.com rausgesucht. Und das ist erstmal die Startseite, auf der man sich ganz normal anmelden kann. Hier seht ihr ein Sign-in und ein Sign-up. Beim Sign-up muss man sich erstmal dafür die erste Nutzung anmelden. Das habe ich schon gemacht, deswegen kann ich mich hier direkt einloggen. Schauen, ob es funktioniert. Es hat nämlich auch eben ein paar Mal nicht funktioniert. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Um mich hier anzumelden, habe ich mir eine Trash-Mail gemacht, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich Delicious wirklich zur Verwaltung von Quellen nutzen will. Und ich habe keine Lust auf diese ganzen Spam-Nachrichten in meinem ganz normalen E-Mail-Ordner. Deswegen habe ich mir jetzt einfach eine Trash-Mail angelegt. Das funktioniert ja ganz einfach. Könnt ihr einfach auf trash-mail.com euch hier irgendeinen Namen überlegen und dann habt ihr schon eine Trash-Mail-Adresse, die ihr nie wieder benutzt und wo ihr auch keine nervigen Spams bekommt. Ja, das ist dann die Startseite von Delicious, wo man dann Links hinzufügen kann. So sieht die auch ganz am Anfang aus, wenn man noch nichts gemacht hat. Und hier unten seht ihr dann Adding Your First Link. Um den da hinzuzufügen, muss ich natürlich erstmal einen Link haben. Da nehme ich das Webmail, also das Mailprogramm der Uni Paderborn. Einfach hier rauskopieren und bei Adding Your First Link einfügen. Add Link. Dann könnt ihr dem noch so einen Titel geben hier oben. Ich könnte jetzt das zum Beispiel Uni-Mail nennen, wenn ich wollen würde. Und hier auch noch ein paar Tags setzen. Worunter, also wie so Schlagwörter, worunter ich die dann auch finden kann. Jetzt zum Beispiel, wie sie wirklich heißt, die Adresse Webmail und dann noch Paderborn zum Beispiel. Ihr seht dann, dass ich hier oben stehen habe unter meinem Fake-Account Hannelore Meyer einen Link. Den habe ich dann hier unten und wenn ich da draufklicke, ja, funktioniert, komme ich auf die Webmail-Seite der Uni Paderborn. Dann kann ich natürlich noch neue Links hinzufügen und habe dann hier quasi eine ganze Liste. Die kann ich dann teilen, editieren oder auch wieder löschen. Wenn ich die teile, ist dann natürlich für mich der Vorteil, ich mache jetzt auch zum Beispiel ein Referat zusammen mit einer Kommilitonin. Und zu zweit ist das ja manchmal ein bisschen schwierig, sich immer die ganzen Links per Mail hin und her zu schicken. Dann verliert man irgendwann den Überblick und weiß nicht mehr, wer was jetzt schon gemacht hat. Und hier ist es natürlich ganz einfach. Hier teilt man dann einfach seine gesammelten Links. Man hat die auf einen Haufen. Man loggt sich bei Delicious ein, hat sofort den Überblick, was man machen kann. Das ist natürlich ganz praktisch für gerade für Gruppenarbeiten in der Uni. Für die Hausarbeit hat sich jetzt der Sinn mir noch nicht ganz erschlossen, weil ob ich die jetzt für mich selber alle bei Delicious sammle oder mir einfach eine Lesezeichenliste anlege, ist für mich eigentlich dasselbe. Im Network seht ihr jetzt hier, habe ich noch keine Freunde, aber ich kann natürlich Freunde finden. Ich habe hier eine ganze Liste, denen kann ich dann folgen. Und sollte da jetzt tatsächlich jemand bei sein, den ich kenne, kann ich den jetzt natürlich hier sozusagen adden und mit ihm dann meine Links teilen. Das ist dann halt wieder der Nachteil, wenn ich das wirklich meine Verwaltung für Referate oder für Gruppenarbeiten über Delicious laufen lassen will, müssen sich natürlich alle bei Delicious anmelden. Das kann jetzt auch natürlich sein, dass da nicht alle so Lust zu haben. Und dann steht man da mit seinen ganzen Adressen. Hier, Discover, ja, kann ich euch noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht probiert, muss ich mich selber erstmal noch mit beschäftigen. Hier sind die Links gesammelt unter Trending, die im Augenblick für die Nutzer von Delicious am interessantesten sind. Seht ihr jetzt hier oben zum Beispiel Travel oder Facebook oder Relationships, das sind die Tags, die, wenn man da draufklickt, hat man quasi eine Sammlung von Links, die dann alle mit dem Thema was zu tun haben. Und hier unten kann ich dann mal wieder einen neuen Link adden. Das sieht jetzt also nicht mehr aus, wie wenn man den ersten Link hinzufügt, sondern es ist jetzt hier unten ein eigener Punkt, Add Link. Und da könnte ich jetzt noch zum Beispiel Koala hinzufügen. Das ist noch ein Programm, was wir an der Uni Paderborn nutzen. Einfach wieder kopieren, dann wieder auf Add Link einfügen. Zack. Und wieder Text setzen. Ich kann es jetzt Koala-Bär nennen, wenn ich wollen würde. Und Save Link. Wenn ich dann wieder auf meine Seite gehe,
seht jetzt hier zwei Links. Hier die Tags, die ich gesetzt habe, zum Beispiel bei Koala dann Koala Bär oder bei Unimail, Webmail und Paderborn. Kann dann da drauf gehen und kommt zu meiner Seite. Ihr seht auch immer die Zeit, wann ich es angelegt habe und auch natürlich wieder ganz normal Share, Edit, Delete. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Prinzip von Delicious. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer, da kann man sich eigentlich schnell durcharbeiten. Und wie gesagt, für mich macht es eigentlich nur Sinn, wenn man was mit Gruppenarbeiten wirklich macht. Und da ich eine Hausarbeit schreibe in meinem Lernprojekt, macht das jetzt für mein Lernprojekt einfach hier nicht so viel Sinn, mich mit Delicious zu beschäftigen, weil ich mit niemandem meine Links teilen muss. Ich lege mir dann eine Lesezeichenadresse ab, wenn ich überhaupt Links habe, weil ich ja eigentlich auch nur wissenschaftliche Lektüre nehme. Und da habe ich sowieso die Bücher im Schrank und muss mir hier nichts speichern. Aber an sich für Gruppenarbeiten oder Ähnliches ist es schon eine ganz schlaue Sache. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps für mich habt, wie ich mich mit Delicious noch besser beschäftigen kann oder noch mehr darüber lernen kann oder wenn mir einer erklären kann, was dieser Discover-Link hier ist, könnt ihr das ja einfach in die Kommentare schreiben, das wäre super. Gut, dann logge ich mich jetzt hier ganz normal bei Delicious aus. Fertig und beende damit auch meinen Blog-Eintrag. Macht's gut!